Der kleine Mario ist dabei, Leute. Und ich, der Dario, natürlich auch. Aber wir werden jetzt erstmal einen Figurwechsel mal wieder. Und jetzt ist wieder Luigi-Time. Okay, okay. Alles klar, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt in das Level hier rein. Das perfekte Timing. Schwierigkeitsstufe 4. Timing mit Stufe 4. Bin bereit. Scheiße! Es lief so gut. Es lief so gut, Leute. Es lief so gut. Oh, es lief so gut. Oh, es lief so gut. Und dann habe ich ihn. Ja. Oh, es lief so gut. Da habe ich den Anschluss verpasst. Das Digi-Kreuz. Nicht das Digi-Kreuz, der Analog-Stick hat es mir versaut, das Timing am Ende da. Aber für richtig präzise Sprünge ist immer noch das Digi-Kreuz am besten für geeignet, finde ich. Hey! Ja. Na dann. Das versuchen wir aber nochmal. Das machen wir aber jetzt hier, ey. Also, Timing sagen finde ich eigentlich ziemlich. Nein, den Sticker behalten wir. Nein! Oh, wieso springt der da nicht hoch? Ich hab doch schon Luigi. Luigi ist doch schon der hohe Springer. Immer verliere ich da kein Leben durch. Nein! Ja, ich möchte kein Abzeichen nehmen, damit ich das hier machen kann. Hä? Nein! Oh. Alter. Ja, okay, machen wir erstmal wieder ein anderes Level, Leute. Oh. Scheiße. Okay. Das perfekte Timing. Wir sehen uns wieder. Da werden wir uns wiedersehen, Level. Wir werden uns definitiv wiedersehen. Aber ich möchte halt nicht, dass der ganze Part jetzt halt das, nur das ist. Wie gesagt, machen wir erstmal ein Hauptlevel wieder weiter jetzt. Here we go. Watteweiche Flauschplattformen. Alles klar. Nein, ich will kein Abzeichen. Nein! Das war dumm von mir. Ich dachte, ich kann da durchjumpen, ey. Nein! Oh, du dreckiger Koopa, ey. Jetzt finden wir endlich mal heraus, was das ist, ey. Oh, der Elefant ist zu schwer dafür.
Ah, ich, da siehst du, geht auch so, okay. Oh. Ach komm, ey. Ach komm, ey. Was mache ich da für einen Kack gerade, ey? Was ist das denn? Alter, das wär's jetzt gewesen, ey. Die können mich gar nicht kaputt machen, die Dinger. Ach so. Also, die können mich schon kaputt machen, wenn die mich kaputt quetschen. Dann ja, aber. Toll gemacht. Du hast es echt drauf. Ich hab Angst. Das war ja wild. Perfekt. Nice. Okay. Habe ich alles gesammelt? Bye bye. Bye bye. Schönes Bild. Das Timing-Level, naja, ja. Ja, das Timing-Level, aber sonst habe ich gerade alles, ja. Hier ist es ein Bosch-Wölkchen-Arena. Was gibt's denn da oben jetzt noch für Hauptlevel jetzt wieder? Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. Schau doch einmal im Laden herein, um dich mit den nötigen Vorräten zu versorgen. Kamek. Oh.
Krauserschiff. Luft... Was? Luftgaläre im Völkchengebirge. Alles klar. Völkchengaläre im Völkchengebirge. Luftgaläre im Völkchengebirge. Oh, das ist ein Side-Scrolling-Level. Was mache ich für dich? Boah, was das denn für eine Aktion, ey? Kugelwillis. Gott. Sehr auf Messer schneide, was ich gerade alles hier mache, ey. Ach so, ich kann das Ding gedrückt. Ich kann das Ding auch festhalten. Ich dachte, es explodiert mir in der Hand. Ja, das passiert, wenn ich das in der Hand halte. Also, wenn ich dagegen komme, eher gesagt. Oh lol! Das ist ja wie das Spinnlevel aus DKC3! Wird man auch von so einem Ding verfolgt. Cool. So nice. That's the nice. LOL. Bob um. Nein! Toll, jetzt bin ich klein. Jetzt bin ich ganz klein mit Hut. Ist hier irgendwo ein versteckter Block? Okay. Und hau ich ab. Ah, ein cooles Bild. Gefällt mir.
Das war ja schaurig. Von großen Höhen halte ich mich besser für meistens fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt ja ein Abzeichen, das dir hilft, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo an diesem Berg verkauft. Wenn du ein neues Abzeichen erhältst, drücke R, um dir alles anzusehen. Dort kannst du die Abzeichen wechseln. Boah, krass. Oh. Nein, ich habe eine Münze vergessen. Fische das Fallen nicht mehr, liebe Kunden, sondern blühe auf mit dem Rettungssprungabzeichen. Neuen Aufsteller kaufen wir mal. Bling. Ein roter Yoshi. Alles klar. Nein, danke. Komm mal jederzeit wieder. Cool, guck mal, wir können fast das Schloss machen, ey. Das war ja toll. Ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bisher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhenstifter fertig. Der Berggipfel liegt direkt voraus. Ich glaube an euch. Wenn der Weg zum Gipfel wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Countdown am Himmel. Nicht den Anschluss verlieren. Ich würde sagen, wir machen das mit dem Timing nochmal. Weil der Part ist eh vorbei, dann kann ich kurz zwei, dreimal nochmal den Timing nochmal eben versuchen. Also der Part nähert sich jetzt am Ende, da muss ich jetzt kein großes Level mehr anfangen. Ba, da, oh, damn, bow, ba, dom, bam. Gam, di, ba, la, 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 la. Nein, bin abgerutscht. Mit einem Superpilz-Power-Up. Oh Gott, ich bin doch gleich fertig. Oh Gott. La, 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 la. La, 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 la. Gott, ich bin zu schnell. Nein! Ach, Alter, wie schwer wird denn das da oben, ey? Alter! What the hell? Ey! Einmal machen wir noch, Leute. Dann versuche ich das Timing immer noch mal neu. Aber krass, das mit dem Timing ist ja heftig. Ich hatte gerade am Ende schon eine Idee, wie ich das mache, aber... Nein! Ich war auf der letzten Plattform, ne? Ja. Aber ich bin weiter. Ich habe alle drei Münzen gekriegt. Das ist die Hauptsache, ne? Ja. Also, machen wir es mal nächstes Mal nochmal. Okay, Leute, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Divi.